Herzlich willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video geht es um das Kneifer-Pokémon Cherox, das schon ein ziemlich cooles Design hat. Seine Werte sind schon sehr gut aufgeteilt, ein 130er Angriffswert ist mega stark und auch in der Defensive kann es viel aushalten, dank einer 100er Verteidigung und 80er Spezialverteidigung. Die Initiative ist nicht so gut, aber irgendwo braucht jedes Pokémon eine Schwäche. Durch die Typenkombination aus Käfer-Stahl ist Cherox immun gegenüber Giftattacken. Zudem ist es resistent gegenüber Attacken der Typen Pflanze, Normal, Eis, Psycho, Käfer, Drache, Stahl und Fee und weist lediglich eine Feuerschwäche auf. Diese ist aber eine Vierfachschwäche, von daher brandgefährlich. Die Fähigkeiten, über die Cherox verfügen kann, sind zum einen Hexaplager, welches seine Käferattacken um 50% verstärkt, solange sich seine KP unter einem Drittel der maximalen KP befinden. Die nächste Fähigkeit ist weitaus besser, nämlich Techniker. Hierbei werden Attacken um 50% verstärkt, wenn diese eine Basisstärke von 60 oder weniger besitzen. Und die letzte Fähigkeit ist echt wack, Leichtmetall. Super useful, das Gewicht von Cherox halbiert sich, wuhu. Das Standardset, das man auf Cherox spielt, wird, wie man sich schon gedacht hat, mit der Fähigkeit Techniker gespielt. Dazu nimmt man noch ein hartes Wesen und EVs in KP und Angriff mit. Bei den Items kann man entweder für mehr Offensive den Lebensorb mitnehmen oder für mehr Defensive die Koako-Beere, die Feuerattacken einmalig abschwächt. Die Attacken, die man mitnimmt, sind Patronenhieb und Doppelflügel, da beide von der Technikerfähigkeit profitieren und somit guten Schaden anrichten. Dann kann man noch Schwertanz mitnehmen, um seinen Angriff weiter zu boosten und Schutzschild ist halt Schutzschild. Alternativ kann man noch Kreuzschere oder die Kehrtwende als Step-Käfer-Attacke mitnehmen oder auch Kraftkoloss, um ordentlich mit einer Kampfattacke reinzuhauen. Leider profitieren die letzten genannten Attacken allesamt nicht von Cherox Fähigkeit. Viel gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Es ist sehr viel roher Schaden, mit dem man hier arbeitet und so ist es auch bei der Benutzung. Einfach draufhauen. Außer man ist in einer Situation, in der man Cherox mit Schwertanz recht sicher boosten kann. Zu den Counter und Checks gehören vor allem Feuer-Pokémon, allen voran den zwei Bedrohern, nämlich Fuegro und Arcani, die den Angriffswert von Cherox sehr gut senken können. Ansonsten bieten sich auch Libalo, Fiaro, Rotom in der Hitzeform oder auch Glurak an, da jedes von ihnen die Vierfachschwäche von Cherox sehr gut ausnutzen kann. Eine andere Möglichkeit ist es auf Tentakel zu gehen, da dieses mehr als effektiv gegen Cherox stallen kann und auch über Zeit gewinnen wird. Bei den Partner- und Team-Pokémon bieten sich wieder einmal Spotlight-Pokémon wie Togekiss, das weibliche Servol oder auch ein Pipi an, dass sich Cherox hier in Ruhe boosten, aber auch direkt schöne Angriffe rausbringen kann, ohne sich zu viele Gedanken über die Gegner machen zu müssen. Eine andere Möglichkeit ist es, Cherox in Regenteams zu spielen, da hier die Feuerattacken abgeschwächt werden und dadurch nicht mehr so gefährlich für Cherox sein werden. Bestes Beispiel ist hier Quaxo, aber auch Cedraking ausbietet im Regen die meisten Feuer-Pokémon und kann diese echt gut für Cherox rausnehmen. So, dann war es aber auch schon wieder zu Cherox. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!